Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute wieder zu Orga TV. Wir haben heute wieder einige sehr spannende Beiträge für euch und freuen uns, dass ihr da seid. Ja, am Montag war hier die Hölle los, da war ordentlich was los. Und zwar, hast du das mitbekommen? Vorgestern war das. Uni. Was war da? Da war der Bundespräsident, der Joachim Gauck, an der Uni. Und da war hohes Sicherheitsaufgebot hier. An jeder Schranke Security, man konnte... ohne Polizeibegutachtung konnte man eigentlich gar nicht über das Gelände. Also es war schon heftig. An jeder Ecke Polizei, die haben beobachtet einen und genau geguckt und so. Und beim Reinfahren haben sie auch Autos ein bisschen kontrolliert und so. Also war schon heftig. Es war schwierig zu drehen, weil die Polizisten haben uns ziemlich zurückgedrängt. Also die wollten auch nicht, dass man da irgendwie was filmt oder deren Gesichter sieht oder so. Aber wir haben doch noch einen kleinen Beitrag dazu drehen können und ja, den zeigen wir euch jetzt. Hohes Sicherheitsaufgebot an der Uni. An jeder Schranke und Ecke Polizisten und Sicherheitsbeamte. Am 2. Mai besuchte Bundespräsident Joachim Gauck gemeinsam mit rund 180 in Deutschland tätigen Botschaftern das Saarland. Seit 1996 gibt es einmal im Jahr eine Informations- und Begegnungsreise des Bundespräsidenten in eines der 16 Bundesländer. Dieses Jahr war das Saarland Gastgeber. Bei seinem Besuch im Saarland machte Gauck einen Stopp an der Universität des Saarlandes und besuchte auf dem Campus das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, das Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung, HIPS, sowie das Fraunhofer-Institut. Knapp 2 Stunden nahm Gauck sich hierfür Zeit. Bei seinem Besuch im Saarland würdigte Gauck die Vorteile der Nachbarschaft zu Frankreich und Luxemburg. Gerade hier würde man die Bedeutung offener Grenzen spüren. Boah, das sah ja schon ganz schön krass aus mit den Polizisten. Ja, vor allem wie viele Leute auch da waren. Die Kramp-Karrenbauer war ja auch da, hat ihn ja darum geführt. Also es war, wenn man dort war, es war wirklich schon so ein packender Moment irgendwie. War echt spannend auch. Und die Securities, die sahen ja auch irgendwie so mega gefährlich aus. Ja, die sahen aus, als kommen die gleich und reißen dir die Kamera aus der Hand. Ja, genau. Also die haben einen ordentlich im Auge gehabt. Deswegen, ja, das war unser Montag an der Uni. Ja. Auch mal interessant zu sehen. Genau. Du hast doch letzte Woche gesagt, es gibt diese Woche schon einen Beitrag zum Uni-Check. Ja, und zwar waren wir an der Mensa und haben dort hinter die Kulissen geguckt und wie was dort abgegangen ist und wie die Küchenchefs so drauf sind. Übrigens ganz liebe Grüße an den Herr Halb und Herr Adam. Ihr habt uns wirklich super, super lieb empfangen und alles super toll gemacht. Wir waren sehr happy, dass wir mit euch drehen durften. Und wie es abgelaufen ist in der Mensa, was wir erlebt haben, das seht ihr jetzt. Morgens 6:30 vor dem Mensa-Gebäude. Während man hier vergebens nach Studenten sucht, laufen drin die Vorbereitungen für den Mittagsansturm bereits auf Hochtouren. Wir haben uns für euch umgesehen und hinter die Kulissen geblickt. Herzlich empfangen wurden wir von Küchenchef Herr Halb. Von ihm bekamen wir die stylischen Kittel. Guten Morgen.
Abend. Mein Name ist Thomas Halb. Ich bin hier der Küchenleiter. Ich bin seit 2000 hier, also seit 15 Jahren. Bin gelernter Konditor, bin gelernter Koch, bin Küchenmeister. Ja, wie bin ich hierher gekommen? Ich hatte, wie schon gesagt, meine normale Ausbildung gemacht. War dann bei der Bundeswehr, bin dann Koch im Krankenhaus gewesen, habe dann also auch Diät gemacht. Danach war hier eine Ausschreibung gewesen, hatte das Glück gehabt, dass ich auch hier angenommen wurde, was natürlich ein Riesenunterschied ist, wenn man überlegt, ich hatte vorher 200 Essen, hatte dann auf einmal 3000 am Tag. Und mein Aufgabenbereich ist halt, ich leite hier die Küche, aber auch den kompletten Einkauf mache ich hier. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, was es gibt, wie es gibt, ja. Einhaltung der Hygiene, ein ganz großer Aspekt. Ja, und alles andere werde ich Ihnen nachher noch erklären. Der Tag beginnt mit der Warenannahme der täglich frisch gelieferten Produkte. Denn auf Frische wird hier großen Wert gelegt. Dort werden die verschiedenen Artikel kontrolliert. Das Fleisch wird kontrolliert, indem es gewogen und die Temperatur gemessen wird. Nur wenn die Ware einwandfrei ist, kommt sie hoch zur Weiterverarbeitung. Oben angelangt geht es auch schon direkt los mit der Weiterverarbeitung. Sogenannte Gemüsevorbereitung. Hier werden die Salate, die morgens kommen, werden geputzt. Es gibt hier jeden Tag eine Anweisung, wo dann geschrieben wird, wie werden die Salate gemacht. Die Champignons werden geputzt. Hier die Peperonis, Lieblingsaufgabe aller, werden halbiert. Die Kerne werden entfernt. Das ist heute für unser Pasta-Buffet. Das gehört mit zur Garnitur. Unser Lollo Rosso. Das ist unser Blattsalat heute am vegetarischen Menü und an der Freeflow-Anlage. Der wird also hier geputzt, später dann gewaschen und dementsprechend dann auch abgefüllt. Sie sehen, das ist alles noch richtige Handarbeit. Bevor es an die Hauptspeisen ging, mussten wir natürlich erst noch das Dessert probieren. Aber Sie können gerne einmal probieren. Was ist das jetzt? Das ist jetzt eine Kaffeemousse. Kaffeemousse? Ja, die gibt es heute im Dessertbuffet. Oh ja. Gut. Wie wird das gemacht? Das ist so, da wird Kaffee aufgelöst. Ja. Dazu kommt dann eine Schlagcreme. Das wird dann ganz aufgeschlagen. Und das ergibt dann diesen Geschmack, diese Mousse. Um 8:30 hieß es für uns erstmal Pause. Nach der Pause ist vor der Pause. Jetzt geht es erst richtig los. Hier ein paar Einblicke in die verschiedenen Bereiche und Menüs. Koch mischt das Gewürz, was er gern hätte, und das ist von Koch zu Koch verschieden. Und ich würde es dann so, ich denke, dass es richtig ist und wie ich es gern essen würde. Die kommen von unserem Metzger. Also wir haben Metzger, die aus unserer Gegend kommen. Die Firma Konrad, die Firma Schröder und die Firma Schwamm. Das sind allgemeine saarländische gute Metzgereien, von denen beziehen wir ausschließlich die Frischware. Genauso wie auch jetzt das Gemüse. Das Gemüse kommt von der Firma Ochs oder von der VKV. Auch diese Firmen sind ansässig hier im Saarland. Es wird jeden Tag ein Fischgericht angeboten, welches heute der Herr Stock zubereitet. We'll be right back.
Im Mensa-Café gibt es Pizza. Doch auf einmal Panik. 175 Pizzen sollten in 20 Minuten fertig sein. Doch die Soße hatte noch nicht die richtige Konsistenz. Wir haben uns heute die Schupfnudeln rausgesucht und zeigen euch jetzt, wie diese gemacht werden. Also wenn man so in großen Mengen Schupfnudeln zubereitet, macht man sich immer so eine Gewürzmischung schon vorher fertig, dass man die einfach so drüber gibt. In dem Fall mache ich jetzt, das ist aber bei jedem Koch individuell gestaltet, mache ich hier Currypulver dran, Paprikapulver, weißer Pfeffer, Thymian, Salz. Das wird dann gemischt und kommt dann später so über die Schupfnudelmasse. Aromat und das verrühre ich jetzt so im Eimer und dann geht das halt einfach schneller zum Würzen später in der Pfanne, weil wenn nachher die Studierenden anstehen, dann muss es flott gehen, weil da haben wir in 10 Minuten ist da schon fast eine Pfanne Schupfnudeln weg. Das sind 12,5 Kilo Schupfnudeln. 12,5 Kilo. Hier ein paar angebratene Zwiebeln. Meine Gewürzmischung, die ich mir eben vorbereitet habe. Noch ein bisschen geschroteter schwarzer Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss, hier auf dem Ständer haben wir jetzt 70 Kilo Gemüse. Noch ein bisschen frischer Rosmarin. Muss jetzt nur noch abgeschmeckt werden. Ich probiere jetzt gleich noch eine Schupfnudel, ob sie vom Geschmack her gut ist. Und dann ist das Gericht somit fertig. Das sah voll lecker aus. Vielleicht sollte ich öfters mal in die Mensa gehen. Ich schaff's da nie hin. Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich spannend zu sehen, auch diese Dimension an Soßen und Nudeln. Und die haben ja so riesen Töpfe und alles. Also es war schon also krass. Ich fand am besten den riesen Mülleimer fast so groß irgendwie mit Zucker. Ja, mit das Zucker, ist so Salz und so. Ein so. Riesiges ja. Ding. Und dann einfach so eine Schippe genommen. Ne, von, ja, aber also, war cool, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, alles, so die Dimension, das
was da hinten dran steht, was die Köche leisten, also muss ich sagen, es ist schon Respekt. Also, und es hat geschmeckt, also, aber das seht ihr dann natürlich nächste Woche im zweiten Teil. Ja. Wie lange habt ihr da jetzt gedreht dafür? Wir sind morgens angekommen um 6:30 und um 7 ging es dann los und dann den ganzen Tag über, also bis mittags, 2:30 waren wir dort und haben wirklich nonstop gedreht, also waren wirklich die ganze Zeit und mit Kamera drauf und, aber die Mitarbeiter, die haben uns super herzlich empfangen, die waren super lieb und wir haben auch viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten, war echt schön, waren alle sehr, sehr nett. Sah auf jeden Fall spaßig aus. Ja, total, also da kommen auch noch so ein paar Outtakes irgendwie, also am Schluss bastel ich die noch rein, weil das war echt, war wirklich schön, war, wie gesagt, Leute super, super nett und also geht in die Mensa, wirklich, es schmeckt, es ist preiswert, es, ja, ich finde die Leute auch super nett. Unterhaltet euch vielleicht auch mal mit denen. Also da gibt es super, super viele Mitarbeiter, die so nett sind und die auch super lustig sind. Und dann könnt ihr mal einfach hallo und hey, wie geht's? Und ach, die würden sich bestimmt freuen. Ja, deswegen. Naja. Aber wie es weitergeht, wie die Schupfnudeln geschmeckt haben, seht ihr im zweiten Teil nächste Woche. Und dann kommt auch der Herr Adams zu Besuch als Studiengast. Und der wird uns dann nochmal ein paar Fakten und Zahlen nennen und zeigen, wie viele Salatköpfe im Jahr da über die Theke gehen. Ja, und das ist ja mal interessant zu wissen. Deswegen, ne? Und bei 3.500 Leuten pro Tag, ne, ist es nicht gerade wenig. Mhm. Und der kommt nächste Woche. Und mit dem werden wir uns dann auch noch ein bisschen unterhalten. Und dann kommt der zweite Teil, wie das geschmeckt hat. Und cool. Danach zeigen wir auch noch, was da mit dem Geschirr passiert, weil, ja. Also nächste Woche wird es spannend. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ja. Aber wir sind ja noch nicht am Ende unserer Sendung. Nein, es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch was ganz Tolles für euch. Und zwar am Wochenende ist Muttertag. Ja. Ja. Hast du was für deine Nein, Mutter? Nein, ich habe noch nichts. Letztes Jahr habe ich ihr so ein Herzgeschenk gebastelt. Das war, fand sie ganz süß mit Schokolade. Aber für dieses Jahr weiß ich noch nichts. Und du? Ja, es ist schwer. Ich auch nicht. Aber ich glaube, dieses Jahr leidet unser Muttertag ein bisschen bei mir zu Hause, weil wir renovieren jetzt unser Wohnzimmer. Und ganz witzige Geschichte haben wir heute schon. Mein Papa und ich haben unseren Wohnzimmerschrank auseinandergebaut. Echt? Und den mussten wir natürlich dann runtertragen und wegbringen auf den Sperrmüll. Und dann stehen wir vor dem Auto und mein Papa packt alles rein, alles rein, alles rein. Und ich so, Papa, das Auto ist voll. Nee, na, das geht noch, das passt schon. Ne? Alles so reingemacht, reingestopft. Und dann sah unser Auto so aus. Das war ganz witzig. Dann, wie so ein vollbepackter Esel. Genau, halt, ne? So wirklich so wie in Indien, so wupp. Ja, und ja, Muttertag ja. Für Leute wie wir, die genau, noch nichts haben. Genau, die noch nichts haben. Da haben wir euch ein paar Sachen gezeigt, die ihr machen könntet für Muttertag und den Beitrag, den seht ihr jetzt.
Ja, super, super schöne Sachen für den Muttertag. Da kann man sich was abgucken. Wir haben natürlich zwei Sachen mitgebracht. Und zwar das Peeling einmal hier. Also ich finde, das sieht super aus. Super schön, ja. Das kann man auch, also ich finde, das hat auch Charme, wenn das selbst gemacht ist. Viel mehr als... Riecht das? Kann man dann... Also, wir machen das jetzt mal auf. Was die Ann-Christine da fabriziert hat. Ja, riecht doch voll lecker. Riecht voll gut. Ja. Also ich finde auch... Ich probiere das jetzt mal. Ich glaube, eine Mama freut sich auch immer mehr, weil was selbst gemacht ist, als über so irgendwas gekauft ist. Also super schön. Oh, ich versau hier alles, aber egal. Ja, mega. Und guck mal, wie die Haut jetzt so zart ist. Ja. Voll schön. Voll cool. Also Peeling, super Idee. Super schön. Und da haben wir den Teebeutel. Ich finde den so putzig. Ich finde den so süß. Auch. Handgemacht, handgenäht, wirklich toll geworden. Mm. Und finde ich total süß. Ja. Kann man machen, ne? Die Karte können wir euch leider nicht mehr zeigen. Die wurde schon verschickt. Genau. Aber die ist auf jeden Fall auch super cool. Die ist super schön geworden, voll kreativ. Also mal was ganz anderes. Ja. Da freut sich die Mama. Genau. Mhm. Und dann für all diejenigen, die keine Zeit mehr zum Basteln haben. Genau, oder die ein bisschen faul sind. Genau, wo es ein bisschen schneller gehen muss, haben wir noch was Cooles. Haben wir noch ein Kuchenrezept und zwar ein Tassenrezept. Dann braucht man gar keine Waage, kein Messbecher, gar nichts, sondern läuft alles mit einer Tasse. Und das Rezept, würde ich sagen, zeigen wir jetzt. Ne? Guckt es euch mal an. Probieren dürfen. Oh. Er war wirklich super lecker, richtig fluffig. Ja, die Sarah hat mir ein Stück mitgebracht. War richtig fluffig, schokoladig, war super, super lecker. Vielleicht backt die Sarah für nächste Sendung nochmal ein, damit ich ihn auch mal probieren kann. Ich möchte aber die Sarah nicht teilen. Ja. Also, ich glaube, ich könnte jetzt was essen. Ja, ich habe jetzt auch mega Hunger nach Mensa-Beitrag. Ja, wo ist dann noch Kuchen? Ne? Kann man Lust auf. Ja. Das waren unsere Tipps für Muttertag. Falls ihr noch nichts habt oder es schnell gehen muss, könnt ihr das benutzen. Ja, aber nicht nur an die Mamas denken. Morgen ist auch Vatertag. Ne? Aber beim Papa tut es wahrscheinlich auch ein Bier. Ja, genau. Nee. So, das war's schon für heute. Was gibt's nächste Woche? Wollen wir eine kleine Vorschau geben, was die Leute nächste Woche Spannendes erwarten? Aber ich habe es eigentlich schon vorweggenommen. Es war einmal Mensa-Beitrag. Der zweite Teil, finde ich auch wieder super spannend. Und Studiogast. Studiogast, der Herr Adams von der Mensa. Genau. Sehr, sehr netter Mann. Freue ich mich schon drauf. Haben wir wahrscheinlich noch einen Beitrag zu der Unternehmensreihe. Ja. Wahrscheinlich den Beitrag über DHC.
Da freue ich mich, da bin ich gespannt. Ja, das war auch super lustig heute dort. Also, die waren super nett. Ja, magst du noch mal kurz erzählen, was ihr dort gemacht habt? Also, um was es ging, dass die Leute noch mal wissen mit Unternehmen? Genau, also wir haben eigentlich vorrangig, dass wir darstellen wollen, was Unternehmen für Studenten anbieten. Also, welche Werkstudenten, Praktika, Abschlussarbeiten, das ist einfach mal ein bisschen für Studenten auch einfach interessant ist. Aber dabei untersuchen wir eben auch, welche Kanäle die vorrangig für ihre Personalakquisition benutzen, was sie vielleicht gar nicht mehr benutzen. Also was meinst du damit jetzt so Facebook und... Genau, ob die Social Media oder haben die Karriereseiten oder drucken die das halt noch in der Zeitung? Bin ich mal gespannt, was bei rauskommt, welche was machen. Ja, bin ich auch gespannt, auf jeden Fall. So, jetzt wisst ihr, was euch nächste Woche erwartet und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Und nächste Woche wieder 18.18 Uhr einschalten. Genau, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.